Gerd Kommer, souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Wie Privatanleger das Spiel gegen die Finanzbranche gewinnen. Hier erfährst du, wie du mit Bedacht investieren und trotzdem mehr Gewinn erzielen kannst. Angesichts der aktuellen Niedrigzinsen und unsicherer Rentenaussichten entscheiden sich immer mehr Menschen für private Geldanlagen. Doch oft fehlt es an dem notwendigen Wissen und sie lassen sich von den verlockenden Versprechen der Finanzberater blenden und zur Investition in aktiv gemanagte Fonds überreden. Die folgenden Abschnitte zeigen dir auf anschauliche und verständliche Weise, dass der Wertpapierhandel gar nicht so kompliziert sein muss und wie du dein Geld mit ein paar einfachen Regeln sicher und nachhaltig anlegen kannst. Während dieser Reise wirst du außerdem erfahren, wie Privatanleger unter den Interessenkonflikten der Finanz- und Medienbranche leiden. Was Indexing bedeutet und wie du damit in 90% der Fälle besser investierst als andere Anleger. Wie sich Kinder auf deine Anlagestrategie auswirken können. Bleib dran, denn wir werden gemeinsam herausfinden, wie du deine finanziellen Ziele erreichen kannst, ohne in die Fallen der Finanzwelt zu tappen. Kernaussage 1. Die vermeintlich rentablen aktiven Anlagestrategien sind selten wirklich erfolgreich und selbst die wenigen Ausnahmen sind nicht vorhersehbar. Viele Privatanleger haben nur begrenztes Wissen über die komplexen Abläufe an den Kapitalmärkten und lassen sich von Finanzberatern dazu verleiten, in scheinbar attraktive Finanzanlagen zu investieren. Tatsächlich ist die Taktik der aktiven Anlage und Spekulation selten die optimale Lösung. Aktive Anlagestrategien sind Versuche, den Markt durch eine rationale Herangehensweise zu übertreffen. Mit anderen Worten, Fondsmanager versuchen, nur bestimmte vielversprechende Aktien in ihre Fonds aufzunehmen, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als der Durchschnitt der anderen Anleger am Kapitalmarkt. Die durchschnittliche Rendite an einem Markt wird durch einen Vergleichsindex, auch Benchmark genannt, ausgedrückt. Zum Beispiel ist der DAX, Deutscher Aktienindex, ein solcher Benchmark. Die Aufgabe des Fondsmanagers besteht darin, nur die Aktien von hochprofitablen Unternehmen zu kaufen, um sicherzustellen, dass die Rendite seines Fonds über der Durchschnittsrendite des DAX liegt. In der Realität schaffen es jedoch aktiv gemanagte Fonds nur selten, die beste Rendite zu erzielen. Untersuchungen zeigen immer wieder, dass aktive Anlagestrategien im Vergleich zu den eher konservativen Benchmarks häufig unterlegen sind. Zum Beispiel ergab ein Bericht der Ratingagentur Standard & Poor's Ende 2014, dass 72% der deutschen Aktienfonds schlechter abschnitten als ihr Vergleichsindex. Je nach Studie und betrachtetem Markt kann dieser Prozentsatz sogar zwischen 50% und 99% liegen. Kontinuierliche Marktanalysen belegen auch, dass diejenigen Fondsmanager, die den Markt tatsächlich schlagen, von Periode zu Periode völlig unvorhersehbar variieren. Für den Anleger bedeutet dies im Klartext, dass die heute erfolgreiche Aktie mit großer Wahrscheinlichkeit bei der nächsten Investitionsrunde nicht mehr zu den Gewinnern gehören wird. Kernaussage 2. Trotz klarer empirischer Beweise für die Überlegenheit von Vergleichsindizes oder Benchmarks setzen die meisten Privatanleger nach wie vor auf aktiv gemanagte Finanzprodukte und dies liegt an der Einflussnahme der Finanzbranche und der Medien. Ein Interessenkonflikt verleitet Finanzberater dazu, die rentableren Indexprodukte weniger aggressiv zu vermarkten. Die Finanzbranche verdient ihr Geld mit aktiv verwalteten Fonds, indem sie Gebühren für den strategischen Kauf von Wertpapieren erhebt. Im Gegensatz dazu bringen Indexprodukte keine Managementgebühren mit sich, da sie einfach den Vergleichsindex nachbilden und in demselben Verhältnis Wertpapiere kaufen. Eine aufwendige Einkaufsstrategie, die Finanzberater teuer in Rechnung stellen, ist also nicht erforderlich. Angenommen, der DAX bestünde aus 3 gleich großen Unternehmen. Ein Indexprodukt würde von jedem Unternehmen Aktien im gleichen Wert kaufen, während ein aktiver Fonds die Anteile strategisch gewichten würde. Da Indexprodukte keine Provisionen generieren, ermutigen Finanzberater ihre Kunden dazu, Finanzprodukte aus dem eigenen Haus zu erwerben. Auch die Medien sind von einem Interessenkonflikt betroffen und verschleiern bewusst Informationen zu den besten Anlageprodukten. Wirtschaftsmagazine versuchen, ihre Verkaufszahlen zu steigern, indem sie ihre Ausgaben regelrecht mit Anlagetipps und Marktanalysen überfluten. Sensationslüsterne Schlagzeilen wie "drei Wege, ihr Geld zu verdoppeln" haben dazu geführt, dass Kritiker den Begriff Investmentpornografie geprägt haben. Da die Bewerbung von Indexprodukten den Zeitschriften schnell die Themen ausgehen würde, ermutigen sie ihre Leser eher zu kurzfristigen und riskanten Entscheidungen. Da Privatanleger in der Regel nur begrenztes Fachwissen haben,
und sich angesichts des Überangebots an Anlageprodukten schnell überfordert fühlen, führt dies oft zur Wahl des objektiv betrachtet schlechteren Produkts. Der durchschnittliche Kunde ist dem Bankberater buchstäblich ausgeliefert. Insgesamt haben Finanzberater und Medien in der Regel kein Interesse daran, Privatanlegern das optimale Anlageprodukt zu verkaufen, sondern fördern bewusst aktive Anlagestrategien. Kernaussage 3. Die Markteffizienztheorie ermöglicht Privatanlegern ein besseres Verständnis des Investmentmarktes. Um sich vor den falschen Versprechungen der Finanzberater zu schützen und unnötige Anlagefehler zu vermeiden, ist es entscheidend, die Funktionsweise der Kapitalmärkte zu verstehen. Die Markteffizienztheorie besagt, dass der Kurspreis eines Wertpapiers alle öffentlich zugänglichen Informationen widerspiegelt. Wirtschaftswissenschaftler bezeichnen diese Echtzeitreflexion des Marktpreises als Informationseffizienz der Kapitalmärkte. Das bedeutet konkret, dass jede veröffentlichte Information direkte Auswirkungen auf den Kurspreis eines betroffenen Wertpapiers hat. Beispielsweise, wenn ein Unternehmen im DAX schlechte Prognosen für die Entwicklung seines Kerngeschäfts veröffentlicht, neigen Anleger dazu, aus Angst vor dem Verlust ihrer Investition Anteile zu verkaufen, was den Aktienpreis sinken lässt. Aktive Anlagestrategien behaupten, dass die Informationseffizienz lückenhaft sei und versuchen, ihr durch antizyklisches Kalkül einen Schritt voraus zu sein. Sie kaufen vorübergehend unterbewertete Anlagen günstig ein und verkaufen sie teurer, wenn der Markt den Kurs nach oben korrigiert. In der Theorie verspricht dies Gewinne, doch in der Praxis sind unterbewertete Aktien äußerst schwer zu finden. Die Random Walk Theorie oder Theorie der symmetrischen Irrfahrt erklärt technische Prognosen für unmöglich. Oft stützen sich Aktienhändler bei ihren spekulativen Prognosen zur Entwicklung der Aktienkurse auf technische Analysen. Die Random Walk Theorie besagt jedoch, dass die Kurse so stark vom aktuellen Tagesgeschehen beeinflusst werden, dass die Auswertung vergangener Entwicklungen niemals zuverlässige Vorhersagen liefern kann. Die Markteffizienztheorie zeigt, dass die Informationseffizienz der Aktienmärkte in der Regel für hohe Transparenz sorgt, aktive Anlagestrategien selten erfolgreich sind und ihre technischen Analysen wissenschaftlich nicht tragfähig sind. Kernaussage 4: Wertpapiere funktionieren im Wesentlichen durch das Zusammenspiel von Rendite und Risiko. Als Privatanleger ist es von entscheidender Bedeutung, die Faktoren Rendite und Risiko zu berücksichtigen. Während die Rendite in der Regel greifbar ist und bei den meisten Anlagen sogar in konkreten Prozentwerten angegeben wird, ist das Risiko wesentlich schwerer einzuschätzen. Dennoch sind beide Faktoren untrennbar miteinander verbunden. Eine hohe Rendite ist die Belohnung für ein hohes Risiko. Entgegen der Wahrnehmung vieler Anleger ist die Rendite nicht das Ergebnis von hohem Wachstum und steigenden Kursen, sondern vielmehr eine Art Entlohnung für die Bereitschaft des Investors, Risiken einzugehen. Während beispielsweise deutsche Staatsanleihen sehr sicher sind, aber auch eine niedrige Verzinsung bieten, wird das vergleichsweise höhere Risiko einer Investition in Schwellenländeraktien in der Regel mit einer höheren Rendite belohnt. Daher sollte man skeptisch sein, wenn einem jemand Anlagen mit hoher Rendite bei gleichzeitig niedrigem Risiko empfiehlt. Die Beziehung zwischen Rendite und Risiko wird auch durch die Markteffizienztheorie gestützt, da der Echtzeitspiegel auch das Risiko abbildet, dass sich die Kurse am Markt verschlechtern. Negative Entwicklungen wie eine schrumpfende Branche, hohe Verluste oder stagnierende Geschäfte werden früher oder später öffentlich bekannt und fließen quasi automatisch in die Preise ein. Wenn der Kurs eines Unternehmens bereits stark gefallen ist, bedeutet das jedoch nicht zwangsläufig, dass die Aktien ein hohes Risiko darstellen und unerwartet weiter an Wert verlieren werden. Die Talfahrt ist bereits in den Aktienkursen reflektiert und das Risiko bleibt gleich. Statistisch gesehen ist es sogar wahrscheinlicher, dass sich das Unternehmen von diesem Punkt an erholt und dass andere aktuell als gesund geltende Aktien sich verschlechtern. Als Privatanleger sollte man daher nicht vor dem Begriff Risiko zurückschrecken. Es ist wichtig zu erkennen, dass hohe Renditen nur mit einem höheren Risiko einhergehen, und man sollte selbst überlegen, wie viel Risiko man bereit ist, in seine Anlagen einzugehen. Kernaussage 5: Das Indexing basiert auf 4 wissenschaftlichen Prinzipien und übertrifft damit jede andere Anlagestrategie. In den 1970er Jahren wurde die Informationseffizienz der Märkte zur modernen Portfoliotheorie, MPT, weiterentwickelt. Diese Theorie bildet die Grundlage für die 4 Prinzipien des Indexing,
einer Investitionsstrategie, die auf Indexfonds beruht. Prinzip 1: Indexfonds basieren auf passivem Investieren. Passives Investieren bedeutet, auf den aktiven und spekulativen Kauf und Verkauf von Wertpapieren zu verzichten und stattdessen Aktien in genau den Mengen zu kaufen, wie sie in einem Aktienindex abgebildet sind. Das Ziel beim Indexing ist es, in verschiedene Indexfonds zu investieren, um so viele Anlageklassen wie möglich abzudecken. Anlageklassen gruppieren Finanzprodukte nach ihren ähnlichen finanziellen Eigenschaften, zum Beispiel Rohstoffe. Wenn du diese Indexfonds dann im Sinne des Buy-and-Hold-Ansatzes über einen längeren Zeitraum hältst, kannst du eine kontinuierliche Rendite bei geringem Risiko erzielen. Es gibt zwei Arten von Indexfonds: klassische Indexfonds und Exchange-Traded Funds, ETFs. Klassische Indexfonds werden von Fondsgesellschaften aufgelegt und in der Regel nicht an der Börse, sondern über Banken an die Anleger verkauft. Ihr Preis wird einmal täglich ermittelt. ETFs hingegen sind börsengehandelte Indexfonds und machen mit über 1000 Produkten 90% des Gesamtvolumens der Indexfonds in Deutschland aus. Ihr Preis wird kontinuierlich während des Börsenhandels festgestellt. Eines der Kernprinzipien des Indexing ist also das Investieren mit Hilfe von passiven Indexfonds. Diese Fonds bilden eine komplette Anlageklasse oder einen Vergleichsindex nach und bilden somit eine solide Grundlage für ein breit diversifiziertes Portfolio aus Vermögenswerten. Kernaussage 6: Die Buy-and-Hold-Strategie profitiert von Steuervorteilen und langfristigen Gewinnen. Oftmals lassen sich Privatanleger von Medienberichten in Panik versetzen und verkaufen aus Angst vor Verlusten überstürzt ihre Wertpapiere. Die Wissenschaft hat dieser menschlichen Tendenz sogar ein eigenes Teilgebiet der Finanzmarkttheorie gewidmet. Mit den Grundprinzipien des Indexings kannst du in solchen Situationen einen kühlen Kopf bewahren. Prinzip 2: Die Buy-and-Hold-Strategie sieht vor, dass du deine Aktien möglichst langfristig hältst. Das bedeutet, dass du der Versuchung widerstehen musst, durch kurzfristige Marktaufschwünge und Kurssteigerungen schnelle Gewinne zu erzielen. Dieses sogenannte Performance Chasing führt oft zu Verlusten, da spontane Verkäufe deine Aktien unvorhersehbaren Marktschwankungen aussetzen und die Rendite durch die damit verbundenen Transaktionskosten verringern. Beim Indexing lässt du dein Vermögen im Idealfall mindestens 4 bis 5 Jahre lang unberührt. Obwohl es zunächst gegen die Intuition zu laufen scheint, ermöglicht dies deinem Geld, Renditen in Ruhe zu erwirtschaften, Transaktionskosten zu sparen und kontinuierlich mit den Unternehmen an den Märkten zu wachsen. Ein prominentes Beispiel für einen Buy-and-Hold-Investor ist Warren Buffett, der laut Forbes der drittreichste Mann der Welt ist und seine Aktien durchschnittlich 20 Jahre lang hält. Durch das langfristige Halten der Aktien ergibt sich auch ein unschlagbarer Steuervorteil. Die sogenannte Abgeltungssteuer auf Kursgewinne wird in Deutschland erst bei Realisierung des Gewinns fällig, also beim Verkauf der Aktien. Wenn du deine Aktien gemäß der Buy-and-Hold-Strategie lange hältst, wird dein Geld nur einmal beim Verkauf der Wertpapiere besteuert. Dieser Vorteil, dass sich deine Gewinne während des Anlagezeitraums quasi steuerfrei vermehren können, wird als Zinseszinseffekt bezeichnet. Ein Beispiel: Ein Investor legt 100 Euro an. Nach 40 Jahren und nach Steuern hat sich durch die passive Buy-and-Hold-Strategie ein Vermögen von 1.604 Euro gebildet. Investiert er hingegen aktiv und realisiert seine Gewinne einmal im Jahr, erreicht er trotz identischer Bedingungen hinsichtlich Zinsen, Steuersatz und Rendite nur 1.670 Euro. Die Buy-and-Hold-Strategie ist also nicht nur einfacher, sondern auch erfolgreicher. Kernaussage 7: Nur systematische Diversifikation schützt vor unerwünschten Überraschungen. Obwohl die meisten Privatanleger bereits von Risikostreuung oder Diversifikation gehört haben, zeigt die Praxis, dass nur wenige ihr Anlagerisiko tatsächlich minimieren. Die meisten diversifizieren nicht ausreichend und setzen beispielsweise zu stark auf deutsche oder europäische Aktien. Prinzip 3: Mit einer optimalen Diversifikation reduzierst du die Schwankungen der Renditen, indem du das Investitionsrisiko auf möglichst viele voneinander unabhängige Einzelrisiken verteilst. Stell dir vor, du möchtest in maximal 2 unterschiedliche Unternehmen investieren. Das eine Unternehmen stellt Badehosen her, das andere Regenschirme. Diese Investitionsstrategie wäre ausreichend diversifiziert, da das Geschäft beider Unternehmen mit einem Korrelationsfaktor von 1 negativ miteinander korreliert. Das bedeutet, dass es eine umgekehrte Beziehung zwischen den beiden Geschäften gibt. In warmen Zeiten sorgt die hohe Nachfrage nach Badehosen für Gewinne,
während Regenschirme in kalten und regnerischen Zeiten gefragt sind. Wenn du jedoch in Badehosen und Eiscreme investierst, besteht ein höheres Risiko, dass du bei schlechtem Wetter Verluste erleidest. Die Geschäfte der beiden Unternehmen würden in diesem Fall zu stark korrelieren. Beim Indexing minimierst du das Gesamtrisiko deines Portfolios durch systematische Diversifikation. Während die Gesamtrendite deiner Anlagen aus dem Durchschnitt der Renditen der einzelnen Wertpapiere berechnet wird, nimmt das Risiko mit jeder zusätzlichen Investition ab. Deshalb lohnt es sich beispielsweise, in Schwellenländer zu investieren, obwohl sie oft gefürchtet sind. Die Gewinne dieser Länder korrelieren weniger stark mit denen der traditionellen europäischen Wertpapiere, wodurch du das Gesamtrisiko deines Portfolios reduzierst und gleichzeitig deine Gesamtrendite durch höhere Einzelrenditen steigerst. Kernaussage 8. Im Gegensatz zum aktiven Fondsmanagement reduziert passives Investieren die Kosten. Bei der Ausgabe von Wertpapieren entstehen Transaktionskosten, die in einmalige und laufende Kosten unterteilt werden. Das Hauptziel jeder Anlagestrategie ist es, diese Kosten niedrig zu halten, um die Rendite nicht zu beeinträchtigen. Prinzip 4. Passives Investieren zeichnet sich im Vergleich zum aktiven Fondsmanagement durch radikale Kostenminimierung aus. Insbesondere die einmaligen Kosten sind beim passiven Investieren deutlich niedriger als bei aktiven Anlagestrategien. Aktiv gemanagte Fonds erheben beim Kauf oft einen Ausgabeaufschlag von 2-5%, der in der Regel die Verwaltungskosten des Fonds abdecken soll. Im Gegensatz dazu fällt beim Kauf passiver Fonds lediglich eine Gebühr für die Geldbriefspanne an. Diese Gebühr spiegelt die Differenz zwischen dem Geldpreis, zu dem Anleger ein bestimmtes Finanzprodukt kaufen, und dem Briefpreis, zu dem Inhaber dieses Produkts ihre Anteile verkaufen, wider. Die Geldbriefspanne liegt normalerweise im Bereich von 0,1%, was deutlich niedriger ist als der Ausgabeaufschlag bei aktiven Anlagen. Auch die laufenden Kosten sind beim Indexing wesentlich niedriger als beim aktiven Fondsmanagement. Obwohl die Depotkosten für aktive und passive Fonds gleich sind, schlagen die Kosten für die Verwaltung und den Handel von Wertpapieren bei aktiven Fonds stärker zu Buche. Darüber hinaus können performanceabhängige Gebühren für das aktive Management der Anlagen anfallen. Stell dir vor, du legst 10.000 Euro für 30 Jahre an. Bei aktiv gemanagten Fonds A fallen jährlich 3% laufende Kosten an, während beim Indexfonds B nur etwa 0,3% anfallen. Nach Ablauf der 30 Jahre hat sich bei Anlage A ein Vermögenswert von 76.100 Euro gebildet, während es bei Anlage B stolze 160.800 Euro sind. Aktives Anlagemanagement ist also langfristig nicht nur weniger erfolgreich als passives Investieren, sondern die vergleichsweise höheren Kosten verringern auch einen erheblichen Teil der Rendite. Kernaussage 9. Das Weltportfolio basiert auf der richtigen Mischung von risikofreien und risikobehafteten Aktien. Das Weltportfolio ist eine Sammlung von Indexprodukten, die weltweit verschiedene Anlageklassen und Indizes abdecken. Wenn du dich für die Indexing-Strategie entschieden hast, wie es aus den vorherigen Kernaussagen ersichtlich ist, ist das Weltportfolio die beste Möglichkeit, mit einem gegebenen Risikoniveau die maximale Rendite zu erzielen. Bevor du dein Weltportfolio zusammenstellst, musst du deine persönliche Risikotoleranz ermitteln. Deine Risikobereitschaft hängt von deiner individuellen Situation ab. Wenn du beispielsweise alleinstehend bist, ein sicheres Einkommen und langfristige Jobperspektiven hast, kannst du wahrscheinlich mehr Risiko eingehen als ein Familienvater, dessen Job möglicherweise durch die fortschreitende Digitalisierung und Automatisierung bedroht ist. Beachte jedoch, dass ein höheres Risiko auch höhere potenzielle Verluste bedeutet und in der Regel eine längere empfohlene Mindestanlagezeit erfordert. Das Weltportfolio besteht aus einem risikofreien und einem risikobehafteten Teil und basiert auf den vier Grundprinzipien des Indexing. Eines dieser Grundprinzipien ist die systematische Diversifikation, die vorschreibt, in möglichst viele verschiedene Anlageklassen zu investieren. Im Weltportfolio werden diese Anlageklassen zusätzlich in risikofreie Anlagen wie sichere Staatsanleihen und Geldmarktanlagen sowie risikobehaftete Anlagen unterteilt, die für Rendite sorgen und global diversifiziert sind, bestehend aus Aktien von Unternehmen weltweit. Ein risikofreudiger und alleinstehender Gutverdiener könnte beispielsweise ein Weltportfolio mit 60% risikobehafteten Anteilen aufbauen. Bei einer Mindestanlagezeit von 7 Jahren kann er langfristig mit einer realen Rendite von 5% rechnen.
Ein risikoscheuer Familienvater könnte hingegen ein Weltportfolio mit nur 30% risikobehafteten Anteilen wählen und bei einer Mindestanlagezeit von 3 Jahren eine langfristige reale Rendite von 3,3% erzielen. Bevor du konkrete Indexprodukte für dein Weltportfolio auswählst, ist es wichtig zu überlegen, wie viel Risiko du dir leisten kannst und möchtest. Kernaussage 10. Die Auswahl der richtigen Indexfonds für dein Portfolio erfordert sorgfältige Recherche und Berücksichtigung einiger Faustregeln. Nachdem du den risikofreien und den risikobehafteten Teil deines Weltportfolios festgelegt hast, ist es wichtig, die konkreten Indexprodukte auszuwählen. In Deutschland werden etwa 1000 Indexfonds angeboten, daher ist es ratsam, sich Zeit für die Recherche zu nehmen. Portale wie www.justetf.de sind hilfreiche Ressourcen, um Indexfonds übersichtlich nach verschiedenen Anlageklassen zu filtern und auszuwählen. Die Auswahl der konkreten Indexfonds hängt von deiner individuellen Risikobereitschaft ab. Den risikobehafteten Teil deines Portfolios kannst du mit global diversifizierten Aktienfonds füllen. Es ist ratsam, Fonds aus verschiedenen Regionen auszuwählen und sicherzustellen, dass Small Caps, kleine Unternehmen, Mid Caps, mittelgroße Unternehmen und Large Caps, große Unternehmen, enthalten sind. Für den risikofreien Anteil deines Portfolios wählst du Anleihen und Geldmarkt-ETFs aus. Bei der Auswahl der Indexfonds sind einige Faustregeln zu beachten. Erstens, wähle innerhalb einer Anlageklasse den Indexfonds mit der niedrigsten Gesamtkostenquote, Total Expense Ratio, TER. Zweitens, sei skeptisch gegenüber ETFs, deren Gesamtkostenquote fälschlicherweise niedriger ausgewiesen wird als die Verwaltungsgebühr. Drittens, achte auf eine breite Diversifikation in deinen Indexfonds, um das Risiko zu minimieren. Viertens, vermeide unnötig komplexe und intransparente Indexprodukte, selbst wenn sie als Innovationen angepriesen werden. Die Auswahl der richtigen Indexfonds kann anfangs zeitaufwendig erscheinen, aber mit sorgfältiger Recherche und Beachtung dieser Faustregeln kannst du dein Weltportfolio effektiv und einfach mit geeigneten Produkten füllen. Kernaussage 11. Regelmäßiges Rebalancing deines Weltportfolios ist entscheidend, um das Risikoprofil zu erhalten und langfristig erfolgreich zu sein. Nachdem du dein Weltportfolio erfolgreich zusammengestellt hast, ist es wichtig, regelmäßig zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen in deinem Portfolio immer noch deinen ursprünglichen Zielen entspricht. Über längere Zeiträume hinweg verschiebt sich die Struktur deines Portfolios aufgrund unterschiedlicher Renditen der einzelnen Anlageklassen. Ein Beispiel dafür ist, dass Schwellenländerfonds in der Regel schneller wachsen und daher mit der Zeit einen größeren Anteil in deinem Portfolio einnehmen. Dies kann dazu führen, dass das Gesamtrisiko deines Portfolios steigt. Du kannst diese Verschiebung des Risikoprofils verhindern, indem du regelmäßig rebalancierst. Beim Rebalancing gleicht man den Anteil der einzelnen Anlageklassen in seinem Portfolio wieder der ursprünglichen Gewichtung an. Dies kann alle 2 Jahre oder nach Bedarf erfolgen. Idealerweise nutzt man laufende Ausschüttungen aus den Indexfonds oder plant regelmäßige Einzahlungen, um zusätzliche Anteile der Anlageklassen zu kaufen, die unterrepräsentiert sind. Auf diese Weise stellst du sicher, dass dein Portfolio sein ursprüngliches Gleichgewicht zwischen risikobehafteten und risikofreien Anlagen beibehält und Transaktionskosten minimiert, indem du laufende Gewinne sofort reinvestierst. Obwohl es auf den ersten Blick so aussehen könnte, als ob das Reduzieren des Anteils an risikobehafteten Anlagen zu einem Verlust von Rendite führt, führt das Rebalancing oft zu einem positiven Effekt, der als Rebalancing-Bonus bezeichnet wird. Dieser Bonus tritt aufgrund des statistischen Effekts der Regression zur Mitte auf und kann zu einer insgesamt höheren Rendite führen. Insgesamt erfordert ein wachsendes Weltportfolio sorgfältige Pflege. Durch regelmäßiges Rebalancing sorgst du dafür, dass das Risikoniveau stabil bleibt und du langfristig erfolgreich investieren kannst. Zusammenfassung zum Buch von Gerd Kommer: Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Die Kernaussage dieses Buches betont die Überlegenheit der passiven Anlagestrategie des Indexing gegenüber aktiven Anlagestrategien, die oft hohe Kosten verursachen und selten langfristig erfolgreich sind. Das Indexing basiert auf 4 klaren Grundprinzipien und führt zu langfristig guten Renditen. Um diese Prinzipien erfolgreich umzusetzen, sollten Privatanleger in transparente Produkte investieren,
ihre individuelle Risikobereitschaft berücksichtigen und sich ausreichend Zeit für die sorgfältige Auswahl ihres Weltportfolios nehmen. Die wichtigsten Handlungsempfehlungen sind: Empfehlung 1. Investiere nur in Produkte, die du verstehst. Empfehlung 2. Berücksichtige deine persönliche Risikobereitschaft bei der Anlage. Empfehlung 3. Nimm dir Zeit, um dein Weltportfolio sorgfältig zusammenzustellen. Diese Grundsätze sollen Privatanlegern helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und langfristig erfolgreich zu investieren. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer kommenden Zusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!